Also liebe Leute, herzlich willkommen zu Sommelier TV. Mein Name ist Peter Ladini und heute haben wir gleich 6 ganz spezielle Weine von Weingut Tiertl dabei. Also, here we go. Und ich glaube, wir fangen wir gleich mal bei 6 Weinen, das muss ein bisschen schneller gehen heute. Und ja, wir haben Schöner Wiener Klassiker aus dem Jahre 2011. Er hat 11,5%, trockener Qualitätswein. Das ist der einzige Wein, der nicht Weinviertel DRC ist. Und wir sehen schon, helle Farbe, frisch. Wunderschönes Aroma, leicht, ein bisschen spritzig, ganz eine dezente Würze, kommt nachher ein bisschen heraus. Wir haben grünen Apfel dabei. Aber wirkt in der Nase sehr, sehr frisch, animierend. Im Gaumen wieder. Es ist zwar noch knackige Säure dahinter, ist aber dennoch sehr frisch, wirkt aufmunternd, motivierend, animierend, macht Spaß. Sehr schön. Wir haben nachher auch noch eine Weinviertel DRC. Und zwar heißt der Franz. Warum dieser Name, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Muss ich mal die Andrea fragen. Er ist wieder aus dem Jahre 2011. Hat 12,5%. Die Farbe ist wieder gleich wie vorher beim Grünen Wettliner Classic. Er hat aber deutliches CO2, also wirklich da ist sehr viel Frische dahinter, sieht man sofort. Er hat leichte grüne Flexe. Ansonsten ein eher helles Strohgelb. Ja, jetzt ein bisschen schwer, weil das Glas ein bisschen angelaufen ist. In der Nase. Oder als schön gesprochen, in der Nase. Wirkt ein bisschen floral, würde ich sagen. Ein bisschen Heu ist dabei. Wir haben wieder diese exotische Frucht, noch ein bisschen Mango, Maracuja. Aber wie gesagt, eben auch dieses grasige Heu ähnlich. Würde ich schon fast sagen, fast ein bisschen ungewöhnlich eigentlich für einen grünen Wettliner, aber dennoch sehr interessant. Im Gaumen, trotz dass es 2011 ist, wirkt er eher ein bisschen milder in der Säure, ist schon viel schön eingebunden. Wir haben wieder diese Mango-Maracuja-Abteilung, diese exotischen Früchte mit ein bisschen Marille dabei. Ganz dezent rote Beeren, junges Obst und wieder ein klein wenig dieses Grasige erkennt dadurch. Aber wirklich sehr schön, animierend zu trinken. Speisenbegleiter ideal für die Vorspeisen, würde ich sagen. Perfekt zu Terrinen, weil er doch eher schon auf der milden Seite ist. Und ja, sehr schön sauber. Nun, Weinviertel DRC Waldberg 2011, 12,5%. Die Farbe wird immer schwieriger. Das Glas ist ein bisschen angelaufen, deswegen lassen wir das mit der Farbe fast besser. Aber sonst. Wir haben wieder dieses Strohgelb, jetzt ein bisschen kräftiger als bevor. Wir haben wieder diese grünen Reflexe. Also die Farbe wird immer kräftiger. Dezentes CO2 ist wieder dabei, also man merkt wieder diese Frische. In der Nase wirkt das sehr, sehr reif. Hat ein bisschen was Brot, würde ich jetzt einmal sagen. Erinnert irgendwie so an Jausen, an dieses frische Bauernfrucht, ein bisschen das Hefige. Im Gaumen auch wieder die Hefe spürbar. Die Säure ist überhaupt nicht spürbar. Sie ist schon eingebunden. Es beißt nirgends, es kratzt nirgends. Sehr schön ausbalanciert ist er schon dafür, dass eigentlich erst 2011 ist.
So. Und dann geht's auch schon wieder weiter. Ja, weiter geht's mit einem Weinviertel der C. Birnstein 2011. Schauen wir mal. Der hat wieder 12,5 Volumensprozent. Ist in der Farbe schon wieder spurkräftiger. Wieder schon eher in. Geht schon fast ins Strohgelb. Ja, ins normale Strohgelb, ist nicht mehr mittel oder ganz leicht. Schon wirklich schon klassische Strohgelb mit grünen Reflexen. In der Nase hat er wieder diese Reife, was er vorher gehabt hat, was vorher der Waldberg 2011 gehabt hat. Ich tue den jetzt mal bloß auch ins andere Glas, aber glaube ich, braucht ein bisschen mehr Luft. Liebe Sommeliers, auch nicht gescheuen. Man kann Weißwein auch gut und gerne in großen Gläsern servieren. Man muss halt darauf schauen, was braucht der Wein. Rein würde ich vermuten, er braucht Luft. Er wirkt sehr, sehr reif in der Nase. Sehr reife Obstnuancen sind hier. Rote Beeren sind hier. Wir haben wieder dieses klassische Apfelaromatik. Wir haben wieder ein bisschen die Würze dabei. Am Gaumen ist aber sehr viel da. Das ist schön cremig, aber und du ist viel Körper, sehr elegant, sehr schön. Wir haben wieder diese exotischen Früchte, was wir vorher gehabt haben. Wir haben diese Würze, kommt ein bisschen später erst, kommt im Nachhall. Hat einen wirklich langen Abgang. Säure ist auch schon überraschend schön eingebunden. Sehr schön. Angenehm zu trinken. Lagerpotenzial. Die nächsten 4 Jahre, kein Problem. Speisenbegleiter ideal. Zu warmen Vorspeisen, zu Fischgerichten würde ich den dazu tun. Ebenso auch zu leichten Fleischgerichten und ja. Im großen Glas merkt man jetzt, dass er wieder ein bisschen mehr kommen ist. Die Luft hat ihm gut getan. Sehr schön. Jetzt kommt bei, dadurch, dass er jetzt im großen Glas drinnen ist, ist da viel mehr Körper, viel mehr Geschmeidigkeit, viel cremiger, vollmundiger. Das ist sehr, sehr schnell jetzt aufkommen. Von dem her, den würde ich eigentlich nur im großen Glas servieren, so meine Empfehlung. Ja, man merkt, da kommt sehr viel, da ist sehr viel Potenzial. Ich glaube, es hat ein bisschen mit der Stimme, Entschuldigung. Und ja, sehr schön. Dann, Weinviertel der C, Kirchberg 2011, 12,5 Volumensprozent. Jetzt schiebe ich gleich in beide Gläser hinein. Mal schauen, wie es jetzt wird. Ich habe die Weine vorher nicht gekannt, nicht verkostet, deswegen war es jetzt ein bisschen schwierig, eine Reihenfolge zu bestimmen. Und bei 6 Weinen, wo 4 Weine 12,5 Volumensprozent haben, wird es ein bisschen schwierig. Aber es geht schon. Zum Wolf zwischendurch. So, wie gesagt, Weinviertel DRC Kirchberg 2011 mit 12,5 Volumensprozent, ein trockener Qualitätswein. Natürlich sind alles Qualitätsweine. Und probieren wir es mal jetzt in der Farbe. So eine Spur kräftiger. Und gar nicht einmal so Unglück gehabt, eigentlich gut gegriffen. Hat einen leicht goldenen Schimmer, aber auch wieder diesen grünen Reflexe. Leichte CO2 am Rande sieht man es. Man sieht da schön ein bisschen die Perlen. Auch auf dem Gaumen hat man wieder eine ganz dezente Perlage. Hat wieder sehr schön eine exotische Fruchtstruktur, ist schon ein bisschen reifer die ganze Sache, das soll jetzt eingebunden, aber dennoch fast eine Spur zu stark. Den würde ich jetzt definitiv noch ein halbes Jahr lagern lassen, bevor ich den anfange zu trinken. Jetzt ist er fast noch zu jung und zu unruhig, leider Gottes, aber er lässt schon viele an, das gefällt mir. Im Großglasl wirkt das sehr schön. Wir haben
Honigmelone, reife Honigmelone. Wir haben sehr reife Fruchtstruktur dabei. Jetzt allein am Wasser, aber trotzdem eine gewisse Frische ist dabei. Und trotzdem wirkt das eigentlich eher schon als was, fast was Älteres. Der Wein braucht definitiv Luft. Den würde ich jetzt sogar in eine Weinkaraffe hineingeben. Ich habe es jetzt genau gesehen, im Weißweinglas, oder im klassischen Weißweinglas war das sehr verhalten in der Nase. Von der Aromatik her, von der Vielschichtigkeit her. Im großen Glas, wo er viel Luft gehabt hat, ist er jetzt sehr schön gekommen und hat sich wirklich in einem sehr schönen Licht präsentiert. Noch immer sehr schön, da ist sehr viel Potenzial in der, macht Spaß. Sehr interessant. Mhm. Die Ballage ist am Gaumen wiederum spürbar, aber die Frucht, diese süßliche Fruchtstruktur kommt ein bisschen besser zur Geltung. Die Säure geht ein bisschen im Hintergrund, stützt das Ganze aber sehr schön, gibt dem Ganzen nochmal in der Mitte nochmal einen Kick, dass die Fruchtstruktur nochmal so richtig schön langgezogen wird. Die Fruchtstruktur bleibt überraschend lang. Abgang ist auch sehr lang, wirklich interessant, sehr schön. Jetzt dann zu einem Reserve, deswegen stelle ich das Weißweinglas noch gleich weg, da weiß ich, das brauche ich sowieso nicht. Ein Viertel jetzt Reserve, da hat jetzt einen 13,5%, ausgezeichnet bei Salon Österreich. Und wiederum aus dem Jahre 2011, wiederum trocken, wiederum Weinviertel, wiederum DRC, wiederum Weingut Hirtl. Wir können jetzt allein schon in der Farbe erkennen, dass da sehr viel dahinter ist. Dieses einfache Strohgelb ist jetzt sehr kräftig und verhältnismäßig. Grüne Flexe sind nach wie vor vorhanden. Und hat aber trotzdem noch irgendwie ein bisschen CO2 dabei. Aber in der Nase richtig schön hefig, richtig viel. Wenn man das riecht, und manchmal man steht in einer Boxstube, so kommt man das erst im ersten Augenblick vor. Da ist sehr viel Hefe, da ist auch trotzdem Frucht dabei, aber sehr reife Frucht, reife Kernobst, reifes Steinobst, wir haben Marille, wir haben Äpfel, aber ja, normalerweise kennt man den grünen Vitriner mit diesen grünen Apfel und Pfeffer oder auch dem weißen Pfeffer, aber bei dem würde ich sagen, jetzt auch rein in den Außen definitiv kein grüner Apfel mehr. Sondern eher also ganz was anderes, eher was Reifes, aber ich bin Kopfhörspezialist, muss ich gestehen, ich habe da damals nie aufgepasst. Mhm. Am Gaumen. Sehr schön, jawohl. Das ist ein wunderschöner Reservewein. Auszeichnung wirklich mehr als nur verdient. Und der ist sehr cremig, der ist sehr breit, vielschichtig, da ist Leben. Trotz Reife ist da Energie dahinter, da ist eine gewisse Jugendlichkeit dahinter, frisch dahinter, Power, sehr elegant, aber trotzdem nicht aufdringlich. Es ist wirklich sehr, sehr schön geworden, macht unheimlich viel Spaß. Trotz dieser Reife und trotzdem eigentlich höheren Alkoholgehalt wirkt aber trotzdem sehr animierend und motivierend und es ist ein wunderschöner Speisenbegleiter. Zum Beispiel Tafelspitz kann man sich sehr gut vorstellen mit einem richtig schönen Cremesahne und oder Creme-Apfelsahne und zu kräftigeren Schweinefleischgerichten oder Geflügelgerichten passt er hervorragend. Bei den Vorspeisen würde ich jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, weil für die Vorspeisen vegetarinen ist er generell zu stark dabei. Aber für oder zum Beispiel für die klassischen Terrine, für die Joghurt-Terrine und die Geschichten. Wenn man da jetzt eine kräftige Terrine dazu macht, könnte das sehr gut funktionieren. Es ist halt das Schwierige, am einen zu empfehlen, weil man einfach nie weiß, wie ist das Ziel der Küche, was möchte der Koch. Und ja, aber es ist wirklich ein Allrounder, sehr zu empfehlen. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wohl, sehr schön. Macht Spaß. Da ist Leben dahinter, ist animierend. Vielen Dank Andrea, vielen Dank Martin und wenn ihr in der Gegend bin, ich komme definitiv mal bei euch vorbei. Und damit verabschiede ich mich von dieser Sendung und freue mich schon aufs nächste Mal. Dankeschön, tschüss.